Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Abgeordnete, wir sehen religiös motiviertes Mobbing andersgläubiger Schüler durch muslimische Mitschüler. Wir sehen die herabsetzende Behandlung von Frauen bis hin zu Eifersuchts- und Ehrenmorden, Zwangs- und Kinderehen. Wir sehen muslimische Attentäter, die Allahu Akbar rufen. Wir sehen Verfolgung und Todesbedrohung von liberalen Muslimen, Atesh, Abdelsamad, Rushdie, begründet von höchsten islamischen Autoritäten. Was ist der gemeinsame Hintergrund all dessen? Liegt eine quasi natürliche Gewaltneigung vor? Mitnichten. Dieser Hass, diese Respektlosigkeit, diese niedrige Schwelle zur Gewalt ist erlernt. Diese Kriminalität ist ideologisch legitimiert, kulturell eingeübt durch Anweisungen, Gebote, Aufrufe, Aufrufe aus dem Gründungsdokument einer Religion. Wer den Islam aber allein als Religion versteht, der missversteht ihn. Er ist auch Gesellschaftsordnung und gewaltaffine Ideologie, die die Welt einteilt in höherwertige Gläubige und minderwertige Ungläubige, die zu bekämpfen sind. Etliche Weisungen im Koran rufen zu Straftaten auf. Wir hören da Kriegsaufrufe, kämpft, bis sämtliche Verehrung auf Allah allein gerichtet ist. Er hat seinen Gesandten mit der wahren Religion geschickt, damit er sie über alle anderen Religionen siegen lasst. Tötet sie, wo immer ihr sie findet. Oder Gewalt gegen Frauen. Wenn Frauen sich auflehnen, schlagt sie. Bis hin zur ehelichen Vergewaltigung. Eure Frauen sind für euch ein Saatfeld. Geht zu diesem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Wir hören religiöse Diskriminierung. Allah hat die Ungläubigen verflucht und für sie die Flamme bereitet. Bis hin zur Volksverhetzung. Die Ungläubigen sind die schlechtesten der Geschöpfe, schlimmer als das Vieh. Herr Kollege Kujak, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Soweit solche Gebote, Grundgesetz und Strafgesetz. Sie haben gleich Gelegenheit zu antworten. Hören Sie sich erst mal den Antrag an. Grundgesetz und Strafgesetzbuch widersprechen, sind sie nicht einfach durch Freiheit der Religionsausübung geschützt. Diese hebt mitnichten andere Rechtspflichten einfach auf, etwa die der Treue zum Recht. Auf die Strafbarkeit solcher Textstellen hinzuweisen, wäre ein erster Schritt. Oder soll solche Hetze jetzt Schulfach werden? So würden vor unseren Augen neue Gefährder produziert. Erleben wir jetzt eine Vollverschleierung für unser Grundgesetz? Meine Damen und Herren, Sie gestatten generell keine Zwischenfragen. Ja, bei Millionen von Muslimen in Deutschland, bei zigtausenden von Salafisten, islamistischen Gefährdern und schon im Kindesalter radikalisierten Muslimen gefährden diese Texte den inneren Frieden, den vielberufenen Zusammenhalt. Zwei Drittel der europäischen Muslime finden die Vorschriften des Koran wichtiger als die Landesgesetze. Unsere Forderung, die Verbreitung solcher gesetzwidrigen Inhalte zu unterbinden, gibt der Bevölkerung die Rechtssicherheit, die für ein Zusammenleben unabdingbar ist. In seiner uneingeschränkten Gestalt gehört der Islam und die mit ihm untrennbar verbundene Scharia nicht zum Rechtsstaat Deutschland. Der Gedanke der Religionsfreiheit steht unserer Forderung nicht entgegen. Die Freiheit der Ausübung der Religion ist ja nicht Lizenz zum Bruch sonstiger Gesetze. Polygamie, Kinderehe, Zwangsheirat, Ehrenmord, Homophobie, Minderberechtigung und Züchtigung der Frau, Antisemitismus, Christenverfolgung, Steinigung, Enthauptung, Heiliger Krieg finden ihre Rechtfertigung, ja ihren Grund in Weisungen des Islam. Wer solche gesetzwidrigen Aufrufe aktuell propagiert, macht sich strafbar. Ihre religiöse Herkunft ändert daran nichts. Ganz nebenbei, Polygamie ist nicht nur ungesetzlich, sie ist auch unsozial. Der Neubürger holt seine Zweit- und Drittfrau nach. Der Altbürger darf sich zur Finanzierung einen Zweit- und Drittjob suchen. Meine Damen und Herren, der einzelne Moslem mag sich von einem verfassungsfeindlichen Korsett emanzipieren können. Der Islam selbst aber als gesellschaftliche Ordnung steht in wesentlichen Inhalten unserer Verfassung wie auch der Menschenrechtscharta entgegen. Er ist in unsere Werteordnung nicht integrierbar. Etwa die Kairoer Erklärung muslimischer Staaten sagt, es gibt keine Verbrechen und Strafen außer den in der Scharia festgelegten. Und das Demokratiedefizit islamischer Staaten ist kein Zufall, sondern zwingend angelegt. Die Türkei war eine Demokratie, solange sie nicht islamisch gesteuert wurde. Seit sie unter Erdogan reislamisiert wird, hört sie nicht zufällig auf, eine Demokratie zu sein. Oder muss man das alles
nur anders deuten. Nein, die Aufrufe im Koran sind unmittelbare Gottesworte, deshalb allgültig, im Wortlaut unveränderbar, nicht durch Interpretationen relativierbar. Der Koran sagt, es gibt keinen, der die Worte Allahs zu ändern vermag. Und der einfache Moslem interpretiert nicht, er hört die Worte. Betrifft es vielleicht nur einen Islamismus? Nein, wie Erdogan sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Islam und Islamismus. Islamismus ist nur angewandter Islam. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil er nicht zu unserem Rechtsstaat gehören kann. Ein toleranter Islam ist westliches Wunschdenken. Euro-Islam, deutscher Islam, demokratischer Islam sind leere Fantastereien von runden Quadraten und eckigen Kreisen. Eine Studie unter muslimischen Schülern in Niedersachsen zeigt, 27% halten die Scharia für besser als deutsche Gesetze. 19% halten es für die Pflicht jedes Moslems, Ungläubige zu bekämpfen und den Islam auf der ganzen Welt zu verbreiten. 8% für Ausbreitung des IS, 4% für Terroranschläge. Die Verachtung Andersgläubiger ist genau die Einstellung, aus der Terrorismus entsteht. Denn wer den Lebensstil einer Gesellschaft radikal ablehnt, sie als sündig empfindet, geht leichter gewalttätig gegen sie vor. Anis Amri handelte im Vollgefühl seiner Legitimation durch den Koran. Der in der Schule gelehrte Koran und der von den Salafisten verteilte, ist derselbe. Wäre etwa das jugendgefährdendste Medium heute dasjenige, wo ein reales Killerspiel geboten wird? Kein Moslem sollte sich mehr radikalisieren und für Gewaltverbrechen legitimiert führen können durch gesetzwidrige Lehren, deren Verbreitung sollte in Deutschland nicht länger erlaubt sein. Das ist jetzt Ihre Verantwortung. Wer gegen diesen Antrag stimmt, stimmt nicht etwa gegen die AfD. Er stimmt gegen das Grundgesetz und handelt gegen die Sicherheit unserer Bürger. Es gibt Leute, die suggerieren wollen, Gewalt im Namen dieser Religion habe nichts mit dieser Religion zu tun. Aha, wer bei seinem Mord Allahu Akbar ruft, meint dann wohl gar nicht Allah. Die prägenden Ursachen zu verdrängen, ist denen wichtiger als die Opfer, wichtiger als bedrängte Homosexuelle, wichtiger als geschlagene Juden, wichtiger als mit Messerstichen ermordete Frauen. Diese Texte sind eben nicht harmlos, wie ihre Wirkung zeigt. Merkels Einladungspolitik hat 100.000-fach Judenhass nach Deutschland importiert, nach Holocaust und allen nie wieder schwören. Ist solche Hofierung von Antisemitismus eine Schande, Frau Merkel? Ist das also Merkels Motto? Nach mir die Scharia? Alltägliche Messergewalt, Angstträume für Frauen, für Juden, Mobbing deutscher Schüler, wachsende No-Go-Areas, all das gab es vor Merkel nicht. Wenn Merkel meint, der Islam gehöre zu Deutschland, gehöre zu unserem Rechtsstaat Deutschland, dann sagen wir, der Islam gehört zu Merkel. Aber Merkel gehört nicht länger zu Deutschland. Ich danke Ihnen. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Patrick Sensburg, CDU-CSU.